Bei uns im Studio jetzt unser Kolumnist Hendrik M. Broder. Guten Abend, schönen guten Abend. Hallo. Der Islam gehört zu Deutschland. Diesen Satz prägte der Bundespräsident AD Christian Wulff. Ist es da nicht nur konsequent, dass Parteien wie die DAFA antreten? Absolut, absolut. Ich wollte eigentlich damit anfangen, Sie haben es mir wirklich von den Lippen weggenommen. Ja, wenn der Islam zu Deutschland gehört, wie Wulff gesagt hat, dann gehört auch der Islamismus zu Deutschland. Man kann sich nicht aussuchen, was zu Deutschland gehört und was nicht. Meine persönlichen Maßstäbe habe ich in den letzten Jahren sehr reduziert, wissen Sie. Für mich kann jeder behaupten, er ist Deutscher und auch einen deutschen Pass bekommen, der einen Bismarck von der Schillerlocke unterscheiden kann. Das würde mir schon reichen. Er muss nicht Arno Schmidt oder Heinrich Heine gelesen haben. Das wäre für Sie zu wenig. Die Schillerlocke vom Bismarck hier. Könnten Sie nicht unterscheiden? Sind das beide? Okay, egal. Sind beide Fische. Keine Ahnung von Fischen. Okay, gut, dann wir werden für Sie eine Sonderregelung. Auf der Islam gehört zu Deutschland. Ne? Ich meine, Christian Wulff hat den Satz geprägt. Allerdings wird er jetzt ja gar nicht mehr so ungenommen jetzt weiterinterpretiert. Wir haben jetzt ja eine Wertedebatte, deutsche Leitkultur, die da eben von der CDU auch wieder angestoßen wird. Und da wurde der Satz ja schon dahingehend abgeändert. Der Islam gehört zu Deutschland, also unter der Voraussetzung, dass die hiesigen Werte anerkannt werden, dass die Moslems, die halt hier leben, halt auch den Rechtsstaat anerkennen. So im Großen war das so die Einordnung. Wenn wir jetzt aber eine Partei haben, die möglicherweise der AKP nacheifert und extremistische Züge hat, ist denn diese Gleichung, ist die dann irgendwo noch zu halten? Ja, durchaus. Wir haben sozusagen das AfD-Problem noch einmal, nur mit Migrationshintergrund diesmal. Aber die Unregierbarkeit des Landes wird ja dann immer schlimmer. Sie sind der Entwicklung voraus, und zwar gleich mehrere große Schritte. Wir wissen von der Partei überhaupt nichts. Wir wissen auch nicht mehr, ob sie wirklich antreten wird. Das kann auch ein PR-Gag sein. Und wir können eine Partei, die sich gründet, nicht vorschreiben, wie sie ihr Programm aufstellen soll. Von einer Partei, die vorwiegend von islamischen Menschen gegründet wird, zu erwarten, dass sie sich an säkulare Ziele hält, also an Gewaltenteilung, an die Gleichheit der Geschlechter. Eine wichtige Voraussetzung. Ja, aber das ist einfach naiv. Ich bitte Sie. Man muss wissen, aus welchen Kulturen die Menschen kommen und dass man jemanden, der aus einer Kultur kommt, nicht durch die Teilnahme an 6 Wochen Integrationsunterricht aus seiner Kultur rauslösen kann. Aber sagen Sie damit nicht, dass die Integration ganz vieler Menschen eigentlich dann gescheitert ist, wenn die auf eine solche Partei abfahren? Ja, natürlich ist die Migration gescheitert. Das hat schon die Kanzlerin. Integration. Die Integration gescheitert. Das hat schon Frau Merkel zu ihrer eigenen Amtszeit zugegeben. Man kann einfach nicht zu viel erwarten. Schauen Sie, nehmen Sie ein konkretes Beispiel, das mich etwas entsetzt hat. Vor ein paar Wochen haben ungefähr 100 Muslime vor dem Brandenburger Tor gebetet. Jetzt können Sie natürlich sagen, wir haben Religionsfreiheit. Ja, zur Religionsfreiheit gehört, dass ich mir die Religion aussuchen kann, aber auch, dass ich von Religion verschont sein möchte. Dass im öffentlichen Raum keine religiösen Äußerungen und Kundgebungen stattfinden. Das Problem war da aber auch, die Menschen haben für Palästina gebetet. Nein, das war das nicht. Das war das nicht? Das war wieder was anderes. Das kam später. Okay. Das war ein reines Freitagsgebet, glaube ich. 200 Muslime haben das Brandenburger Tor besetzt. Das war kein Zeichen von Migration oder Integration. Das war schon Invasion. Und wenn wir das hinnehmen, wofür es gute Gründe gibt, dann müssen wir hinnehmen, dass der Islam sich hier entfaltet. Und der Islam hat eine gewisse, wie soll ich es höflich sagen, eine gewisse expansive Neigung. Dawa heißt ja, ich habe mir das heute übersetzen lassen, es geht um Diversität und Vielfalt und es geht aber auch um die Missionierung von Nichtmuslimen. Genau, Mission. Das heißt Mission. Und wir wissen das. Und wenn jetzt diese Partei gegründet wird, können wir sozusagen nicht an die Grundlagen des Glaubens gehen und den Muslimen das Missionieren verbieten. Das ist so, als würden sie Karfreitag auf den Rosenmontag verlegen. Auf die Idee käme auch keiner. Also ich weiß nicht, was daraus wird, aber wenn Sie zum Beispiel sich jetzt überlegen, wie die Passvergabe in Deutschland liberalisiert worden ist, wie es Menschen, die mit dieser Kultur, ich gebe es
ja brutal zu, relativ wenig zu tun haben. Ich musste auch integriert werden und ich musste mir auch einiges aneignen. Aber ist das tiefergehende Problem nicht dann, wenn wir das jetzt zulassen und wenn es zu dieser Parteiengründung kommt und sie auch antritt, dass Herr Erdogan dann hier in Deutschland mitregiert? Ja, das macht er doch schon. Ich bitte Sie. Aber wir legalisieren das dann ja noch. Ja, natürlich machen wir das. Wir machen das immer. Wir legalisieren auch die Hamas und andere Gruppen, indem wir ihnen großzügig Geldgeschenke machen. Erdogan sitzt an jedem Tisch in der EU. Erdogan sitzt an jedem Tisch in der NATO. Er konnte die Aufnahme Schwedens in die NATO monatelang verzögern. Er ist ein ganz wichtiger Spieler. Und wir können von Erdogan nicht erwarten, dass er sich nicht um seine Community in Deutschland kümmert. Er hat das, vor ein paar Jahren hat er das ganz klar. Können Sie sich erinnern, die große Kundgebung in Köln am Rheinufer, mit 30.000, ja, hat eine wunderbare, ehrliche Rede gehalten, hat die Leute, seine Leute aufgefordert, sich so weit zu integrieren, dass sie deutsche Staatsangehörige werden, aber Türken bleiben. Also worüber das ist reden? Ein Widerspruch in sich dann. Es ist ein schwerer Widerspruch in sich, aber wissen Sie, die Leute können das ausbalancieren. Es gibt ganz viele Widersprüche im Islam zwischen Tradition und Moderne und diese Widersprüche werden täglich gelebt. Also Wulff hatte schon recht, der Islam gehört zu Deutschland, so wie alles zu Deutschland gehört. Und wenn jetzt eine neue Partei kommt, ich finde das nicht so schlimm. Es gab eine Partei der Heimatvertriebenen, es gab eine Autofahrerpartei und jetzt wird es eben eine Partei. Hat sich alles überlebt. Herr Broder, vielen Dank für die Einordnung. Wir werden sehen, was nach dem 9. Juni mit der DAWA tatsächlich passiert. Ja, wir können vielleicht beide Probleme zugleich lesen, DAWA und AfD. Spätestens dann greifen wir das Thema nochmal auf. Okay. Herr Broder, danke schön. Danke.